Frau Hölzel, Megacities haben das Potenzial, die Zentren für Innovationen zu werden. Aber so vielversprechend dies auch klingt, die Realität in den meisten urbanen Ballungsräumen sieht anders aus. Dort prägen Armut und Versorgungsprobleme auf das Stadtbild. Welche Hindernisse sehen Sie für eine nachhaltige Stadtplanung in großen Megacities wie Lagos? Man kann sagen, dass Städte Orte der Innovation sind, und das ist einfach zu begründen, weil es ist, Städte sind Orte, wo viele Menschen zusammenkommen und wo der Austausch automatisch läuft, Informationen, Wissen, es gibt Gelegenheiten, man tut sich zusammen, man reibt sich aneinander. Und ich glaube, es ist fair und richtig zu sagen, dass Städte diese Innovation haben. Wenn wir jetzt sagen Megacities, also Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern, kann man sagen, die haben ein bisschen mehr Einwohner, da ist die Innovation vielleicht ein bisschen größer, aber ich weiß nicht, ob man das so behaupten kann. Wenn wir jetzt die Megacities in der sogenannten dritten Welt oder zweiten Welt uns ansehen, also in Schwellenländern wie Brasilien oder China oder dann die sogenannte dritte Welt, zum Beispiel Afrika oder Südostasien, ist es natürlich so, dass die Probleme sich dann potenzieren, weil viele Menschen zuwandern. Die Menschen vermehren sich einfach mehr, die Geburtenraten sind einfach höher. Also in Nigeria reden wir von 5,5 Geburtenrate pro Frau. Also pro Frau gibt es 5,5 Kinder. Dann gibt es diese Zuwanderung vom Land. Das heißt, die Städte wachsen einfach sehr schnell. Was ich noch sagen möchte zu den afrikanischen Städten ist, dass wir etwas noch nicht verstehen, ist diese Circular Migration. Also es gibt diese Zirkularmigration. Das ist wenig erforscht, aber die Menschen, die vom Land oder von kleineren Städten in Megacities wie Lagos kommen, behalten ihre Verbindungen zu ihren Ursprungsdörfern, die dann mittlerweile auch Städte geworden sind. Das heißt, viele der Menschen, die zum Beispiel in Lagos sind oder in Abuja, der Hauptstadt von Nigeria, gehen im Alter zurück. Und das sind Dinge, die wir wenig verstehen, weil es wenig Forschung dazu gibt. Es gibt Leute, die sagen jetzt out of control. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen harscher Ausdruck, aber es ist auf jeden Fall nicht klar, wenn ich in Lagos Stadtplanerin bin, für wen ich eigentlich plane. Weil einerseits die politischen Grenzen auch nicht übereinstimmen mit dem tatsächlichen Einzugsgebiet. Also Lagos wächst ja schon lange ins Hinterland hinein. Das heißt, wenn man die Metropolitan Region of Lagos planen will, und das sollte man tun, man sollte nicht nur die Stadt an sich planen, die, also Lagos State, das ist ja auch so ein bisschen verwirrend, das ist ja ein Staat, das ist ja nicht nur eine Stadt, müsste man eigentlich den Großraum sich ansehen. Eine weitere Herausforderung in Lagos, aber auch in Sao Paulo oder in Jakarta, ist Daten. Es gibt keine Daten. Man weiß nicht, wie viele Menschen da leben. Es gibt so eine lustige Anekdote von einem Zensus in Lagos, der hat Abuja eingemacht und Lagos einen für Lagos, und da gab es 3 Millionen Differenz. Also, ich meine, 3 Millionen, das ist fast Berlin, oder? Also einmal Berlin mehr oder weniger, das ist, also das macht es einfach herausfordernd, sagen wir mal so. Und dann gibt es natürlich ein sehr, sehr ernstes Problem in Lagos oder in Nigeria. Gibt es auch in anderen Städten, aber das würde ich jetzt diese Aussage sehr eng auf Lagos beziehen, ist natürlich die ganze Korruption und der ganze Nepotismus. Und solange es diese Art von Korruption gibt, glaube ich, wird es sehr, sehr, sehr schwierig, die Gesellschaft gesamthaft nach vorn zu bringen. Sie sagen, Strukturen in Städten müssen robust und unfertig sein. Was meinen Sie genau damit? Also ich glaube, Stadtplanung heute, zumindest in der ersten Welt, in dieser entwickelten Welt, wo wir jetzt uns gerade befinden, zum Beispiel in Berlin, stelle ich in den letzten Jahren so ein bisschen eine Spezialisierung fest, dass man ein Problem ausmacht und genau das dann löst. Also man hat zum Beispiel jetzt gerade in Berlin die luxuriöse Lage, ich weiß nicht, ob das auch so wahrgenommen wird, dass die Stadt sehr attraktiv ist, deswegen wollen viele jetzt hier leben. Also Berlin wächst immer noch. Aber Städte können auch sehr schnell wieder schrumpfen. Also selbst in einer Region jetzt wie Zürich, die extrem geboomt hat in den letzten Jahren,
wie gesagt, eine Luxussituation. Viele Firmen wollten da sein, viele Leute wollten da arbeiten. Hat man auf diesen Boom oder auf dieses Wachstum so reagiert? Nur was ist, wenn wir wieder schrumpfen? Und das wird wieder kommen, weil die Entwicklung geht ja wellenartig. Niemand schrumpft immer oder wächst immer. Und deswegen, glaube ich, wäre es interessanter, darüber nachzudenken, Strukturen zu schaffen, die eben robust sind, die sowohl Wachstum als auch schrumpfende Konditionen, sage ich mal, aufnehmen könnten. In Lagos haben Sie maßgeblich an einem Slum-Upgrading-Projekt gearbeitet, in der Fischersiedlung Makoko. Wie ist es dazu gekommen und wie sieht die Situation dort heute aus? Also angefangen hat das 2012, Ende 2012, Mitte 2012 gab es ja Räumungen in Makoko, weil die Siedlung ist immer mehr gewachsen und irgendwann hat Lagos State Government gesagt, jetzt reicht's und haben angefangen abzuräumen. Dann gab es einen Toten und dann wurde die Aktion relativ abrupt abgebrochen. Da war ich aber noch nicht involviert, aber ich wusste das bereits, weil ich damals im Mai hier in, das glaube ich war auch in Berlin, nein, es war in Frankfurt, habe ich Monika Muna von der Heinrich-Böll-Stiftung kennengelernt. Und sie hat mir dann geschrieben im Juli, wir haben hier in Makoko, in diesem Low-Income-Neighborhood, haben wir Räumungen, forcierte Räumungen. Es wäre schön, wenn du mal kommen würdest und dir das ansehen könntest, weil ich damals in Brasilien noch war. Und innerhalb der Regierung, also da war ich auf der Regierungsseite, habe ich als Stadtplanerin im Slum-Upgrading-Programm im Offiziellen gearbeitet. Und Brasilien ist da ja zusammen mit anderen Ländern ist ein bisschen Pionier diesbezüglich. Und dann haben wir im Dezember 2012 den ersten Workshop gemacht, eine Gruppe von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen. Und da ist die Idee aufgekommen, dass man eben nicht einfach immer nur die Regierung kritisieren soll und sagen, ihr macht alles falsch oder ihr nehmt keine Rücksicht oder ihr seid nur gierig oder was weiß ich, sondern man nimmt es eigentlich ernst. Die Regierung hat einen Plan für dieses Gebiet, aber wir entwickeln jetzt einen alternativen Plan. Und die Initiative kam von der Community selber, also von den Makoko-Leuten, die gesagt haben, wir möchten einen alternativen Plan entwickeln. Und dann gab es eine Gruppe, die höchst heterogen war, viele Puzzleteile, die meisten in Nigeria. Ich mit meinem Büro war das Einzige, oder bin immer noch das Einzige außerhalb von Lagos. Man hat sich zusammengetan in einem heterogenen Netzwerk, wo alle möglichen Berufsgruppen von Juristen, Planern, Architekten, Sozialarbeiterinnen, also alles war da vertreten und dann haben wir uns da so fortbewegt miteinander. Das war interessant auch für mich, weil ich gewisse Dinge auch loslassen musste. Ich war eher so ein bisschen für den Design-Part zuständig und dann habe ich auch sagen müssen, okay, gewisse Dinge sind jetzt halt nicht so, wie du möchtest, das macht auch nichts. Es geht darum, um dieses Gesamtwerk, um diesen Regeneration Plan, den wir dann als diese Working Group, wie wir uns genannt haben, dann der Regierung präsentieren können und sagen, es gibt eine Alternative zum Abriss. Man kann Makoko aufwerten mit den Leuten, die da wohnen. Und das ist das Entscheidende. Und wir haben dann ein ganzes Set von Maßnahmen entwickelt, klassische stadtplanerische, städtebauliche, sogar architektonische Maßnahmen, aber auch ökonomische, soziale etc. Haben dieses Gesamtpaket vorgestellt. Die Regierung hat das zur Kenntnis genommen, hat uns ermuntert, tatsächlich Pilotprojekte jetzt zu implementieren. Das machen wir auch. Wir bauen jetzt gerade einen dieser Neighborhood Hotspots, ein Community Center mit einer Art Biogasanlage, eine soziale und technische Infrastruktur dezentral als Incubator gedacht, die dann mal Jobs schaffen soll, die dann mal Energie, also Strom zur Verfügung stellen sollen etc. Also auch eine Struktur, die, wenn man so will, veränderbar ist, adaptierbar ist etc. Und ich glaube, das ist wichtig, um schlussendlich wieder auf die Gesamtperspektive zu kommen, dass wir der Regierung zeigen können, hey, das geht.
Also das ist zwar alles mühsam und schwierig und langwierig, aber es geht. Also wir können uns organisieren, wir können Strukturen auf die Beine stellen und nicht nur physische Strukturen, sondern auch organisatorische Strukturen. Etwas, was viele Entwerfende und Planende nicht immer sofort sehen, dass Partizipation ihnen eigentlich für das Projekt, für ihr eigenes Projekt tatsächlich von Nutzen sein kann. Aber ich glaube, da findet auch ein Umdenken statt. Und ich glaube, das ist die große Kunst der Stadtplanung, dass man mit den Akteuren gut umgehen kann, dass man gute Ideen hat. Also das braucht es auch. Es braucht Planungsgeschick, es braucht Planungskönnen auch. Das heißt, da ist schon unser Fachwissen gefragt, da ist Kreativität gefragt, aber dass man dann auch fähig ist, mit diesen Akteuren das zusammenzubringen. Ich glaube, das ist die Stadtplanung überhaupt. Ob der Zukunft, weiß ich nicht, aber einfach Stadtplanung. So.